Kümmern Sie sich ums Gepäck, bitte. Komm. Ihre Tasche! Oh Gott, deine Schulbücher. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo hast du denn schon wieder deine Gedanken? Hey. Bitte schön, junger Mann. Also, Maya, jetzt steig auf. Du zuerst. Nein, das ist natürlich zu schnell. Ich war ja noch gar nicht fertig. Also bitte geh noch mal zurück. So, jetzt. Ja, das ist ja viel besser. Viel besser. Sagen Sie, wie viel wollen Sie haben? 30 Mark. 30 Mark? Sie sind wohl nicht ganz gesund. Ja, schauen Sie doch auf den Tacho und dann die 6 Gepäckstücke. Wissen Sie, ich habe nämlich selber ein Taxiunternehmen. Also mir können Sie nichts vormachen. Na, dann wissen Sie ja Bescheid. Und schön beieinander bleiben und zu mir sehen, ja? Ja, und lächeln. Ja, jetzt lass bitte die Filmerei. Mutter, du wirst lächeln. Sehen, so geht das die ganze Reise. Mein Gott, was hast du bloß, Maya? Er ist nun mal ein dynamischer Typ. Schau doch mal zu mir. Darum hat er es auch geschafft in seinem Beruf. Und dass er mich heute auf diese Reise mitnimmt, du, das rechnet ihm hoch an. Ja, sie bedeutet so etwas wie die Markierung eines neuen Lebensabschnittes. Jetzt können wir mit. Du kannst stolz auf ihn sein. Allerdings, nur er hat vergessen, dass ich eine Frau bin. Ist das nicht toll, dass wir diese Reise machen? Was, Maya, stell dir doch mal vor, Mexiko. Und in Acapulco, da feiern wir unseren 7. Hochzeitstag. Ja, staunst du, was? Dass ich diesmal nicht vergessen habe. Erstaun ich wirklich. Das ist meine Frau, Karin. Ja. Mein Sohn, Carsten. Mhm. Komm. Entschuldigung, wann fährt denn das Schiff los? Pünktlich um 15 Uhr. Junger Mann, du hast was vergessen. Dann muss ich das Ding wohl doch mitnehmen. Danke. Anna Herrmann, hier sind meine Papiere. Ich soll meine Kabine mit einer Dame teilen. Ich kenne sie natürlich nicht. Ist sie nett? Sie haben Glück. Die Dame hat abgesagt, ein Krankheitsfall. Sie können die Kabine ganz allein benutzen. Allein sein? Ist nicht immer Glück. Sie werden sicher bald netten Anschluss finden. Und keine Langeweile haben. Langeweile? Was ist denn das? Erster Offizier Stefan Burger meldet sich an Bord der MS Berlin. Machen Sie hier Witze oder was? Ich verstehe Sie nicht ganz, Herr Kapitän. Was soll diese Maskerade? Verzeihung, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Das gibt's doch nicht. Sie heißen Burger. Stefan Burger. Stefan. Sie haben einen Bruder? Ja. Im selben Alter. Soweit ich informiert bin, ist mein Bruder um 18 Minuten jünger als ich. Warum fragen Sie? Na, denn willkommen an Bord, Herr Burger. Wissen Sie, wo Ihr Bruder, in diesem Fall, wo Zwillingsbruder sich gerade aufhält? Keine Ahnung, auf welchem Kahn der sich jetzt rumtreibt. Wir hatten vor 2 Jahren den letzten Kontakt. Ich glaube, da war Stuart auf der Astor. Reger Briefwechsel zwischen den Brüdern scheint also nicht stattgefunden zu haben. Das bringt der Beruf so mit sich. Auf der Nansen war für mich 3 Jahre so gut wie Funkstille. Richtig, Sie waren ja erst auf diesem Forschungsdampfer. Freiwillig 3 Jahre Antarktis. Wie haben Sie das bloß durchgehalten? Privat würde ich sagen miserabel. Aber beruflich habe ich es durchgestanden. Wenn Sie mich mit meinem Bruder verwechselt haben, darf ich voraussetzen, dass Sie ihn kennen? Victor! Warten Sie mal, das ist jetzt die 12. Tour, bei der ich Ihren Bruder sozusagen als Liebling der Passagiere an Bord habe. Was denn? Wollen Sie damit sagen, dass mein Bruder hier an Bord ist? Genau das will ich sagen. Was sagen Sie dazu? Verzeihung, können Sie mir sagen, wo ich den Stuart Victor finde? Victor? Ja, Sie haben richtig gehört. Stuart Victor. Ja.
Er ist, glaube ich, auf dem Achterdeck. Danke. Vermutlich. Entschuldigen Sie bitte. Würden Sie dem Steward da drüben sagen, dass ich ihn zu sprechen wünsche? Jawohl. Was ist denn mit dir los? Der neue Erste. Ich soll dir sagen, er möchte dich sprechen. Was will er denn von mir? Das weiß ich. Stuart Victor, ich wünsche eine vollständige Meldung, Stuart. Stuart Victor meldet sich zur Stelle. Na bitte, warum nicht gleich so? Stuart Victor, das darf doch nicht wahr sein. Ach, Mensch, du Strolch. Weißt du, wann du mir das letzte Mal geschrieben hast? Das muss eine Ewigkeit her sein. Ja, vor 2 Jahren segelte mir eine Postkarte aufs Packeis herunter. Richtig, du hast dich ja irgendwo da an den Südpol verkrochen. Das gibt's doch gar nicht. Da ahnt man nichts Böses und wer segelt einem da wie ein Gespensterschiff vor den Bug? Der große Bruder. Zwar hattest du Ahnung, dass ich hier an Bord bin? Oh, keinen Schimmer. Wow. Mensch, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir haben uns viel zu erzählen. Du brauchst nicht jeden Tag deine Nase in die Bücher zu stecken, aber den guten Willen möchte ich sehen. Okay. Ich glaube nicht, dass ich nicht gemerkt habe, wie du die Mappe verschwinden lassen wolltest. Du solltest dankbar sein für die schöne Reise. Ich wäre lieber mit meinem Kumpel surfen gefahren. Sag mal, wann bei dir wohl endlich mal der Groschen fällt? Ich will dir eine tolle Zukunft ermöglichen. Eines Tages kannst du meine Firma übernehmen. Aber das erfordert Fachwissen. Als Jurist, als Ingenieur. Und dazu muss man arbeiten. Arbeiten, verstehst du? Und zwar jetzt schon. Und wenn du das nicht willst, na gut, dann machen wir das jetzt anders. Du kommst in ein Internat. Nein, das kannst du nicht tun. Doch. Ich kann mir noch so viel Mühe geben. Ich habe einfach keine Geduld mehr mit dem Jungen. Aber ins Internat. Der Schulpsychologe meint, Carsten stünde unter irgendeinem Druck. Ach, Blödsinn. Ja, ist ihm sehr sensibel. Das ist ein Luxus, den ich mir auch nicht leisten kann. Oh, zieh den Bauch ein, so geht es nicht. Also, wenn du so weitermachst, schau dich mal im Spiegel an. Findest du das vielleicht sexy? Naja, so ist es eben. Ich werde immer dicker und du wirst immer schöner. Sag das nochmal. Du wirst immer schöner. Woher weißt du das? Du schaust mich doch nie an. Du würdest doch nicht mal merken, wenn ich plötzlich grüne Haare hätte. Na, na. Okay. Sag mir, habe ich eine Kette um den Hals oder nicht? Ah, das große Schweigen. Und jetzt sag mir, was für ein Parfum benutze ich? Ach, Maya. Siehst du? Das weißt du auch nicht. Weißt du überhaupt noch, dass ich deine Frau bin? Na, was ist denn los? Bist ja ganz weiß um die Nase. Ich habe nur ein bisschen nachgedacht. So? Worüber denn? Über mich, meine Ehe, mein Leben. Das ist doch kein Grund, melancholisch zu werden. Vielleicht doch. Sag mal, hast du dich nie gefragt, ob du alles richtig gemacht hast in deinem Leben? Was soll die Frage? Erinnerst du dich an Toni? Ach, meinst du den, von dem du behauptet hast, dass er deine große Liebe ist?
Und der dich dann auch prompt sitzen ließ? Wie kommst du denn gerade auf den? Er lebt jetzt in Acapulco. Ich habe ihm geschrieben und er hat mir geantwortet. Ich glaube, er liebt mich immer noch. In Acapulco? Sag mal, du hast doch nicht etwa vor... Oh doch, doch, ich habe es vor. Ich will Toni sehen und du musst mir dabei helfen, Mutter. Maja, das schlagt dir aus dem Kopf. Das kannst du Jörg nicht antun. Ich will Jörg gar nichts antun. Ich will nur Toni sehen. Ich habe ihn mal sehr geliebt. Maja, mach dir doch nichts vor. Eine Jugendliebe, die verklärt sich. Man soll das später nie nachprüfen wollen. Und wenn man, ohne es nachzuprüfen, immer das Gefühl hat, irgendetwas in seinem Leben falsch gemacht zu haben? Du bist ja verrückt. 14. Tisch 14. 14. Entschuldigen Sie, ich glaube, wir haben Tisch 14. Ja, aber man hat mir den Platz zugewiesen. Ja, bitte bleiben Sie sitzen, ist ja genug Platz. Ne? Ja. 4 Plätze reicht für alle. Viltius. Hermann. Das ist meine Frau, das ist mein Sohn Carsten. Wir kennen uns ja schon, ne? Ja. Carsten, sei bitte etwas höflicher. Entschuldigen Sie. Hast du dir das Schiff schon ein bisschen angesehen? Interessiert mich nicht. Carsten. Junge Leute haben andere Interessen als wir. Vielleicht ist eine Disco an Bord. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hatte meinen Schal hierher gelegt, jetzt ist er weg. Sicher und versehen. Stimmt nicht. Der hat ein ganz ausgefallenes Muster. Ich meine, hier nimmt doch wohl niemand einen Schal mit, oder? Na, das glaube ich nicht. Ach, weggeflogen kann er doch auch nicht sein. Wir haben doch kaum Wind. Da, sehen Sie mal. Ist doch nicht möglich. Der Schal hängt da oben am Mast verknotet. Also ich sag sofort Bescheid, dass man Ihnen das Ding da wieder runterholt. Hat sich sicher irgendjemand einen dummen Scherz erlaubt. Entschuldigung. Das ist wirklich ein dummer Scherz. Was liest du denn da? Schulbücher. Ich soll lernen. Ich lese meinen Reiseführer über Mexiko. Will auch was lernen. Freiwillig? Na klar. Und sag jetzt nicht wieder, das interessiert dich nicht. Ich komme in meinem Leben sicher nur einmal nach Mexiko und mein Grundsatz ist, mach aus jeder Sache so viel wie möglich. Sie wären die richtige Tochter für meinen Vater. Ich finde den sehr sympathisch. Ich habe den lieben Gott zum Vater. Ja, den haben wir zum Glück alle. Ich meine, meiner kommt gleich danach. Und jetzt will er mich auch noch in ein Internat stecken. Dann habe ich auch meine Freunde nicht mehr. Bist du sicher, dass er das ernst meint? Oh ja, dann bin ich da ganz allein. Warum reisen Sie denn allein? Wo ist denn Ihr Mann? Ich wollte diese Reise schon vor vielen Jahren mit meinem Mann zusammen machen. Wir haben uns schon sehr darauf gefreut, aber dann wurde er krank. Sehr krank. Ich habe ihn lange gepflegt. Am liebsten hatte er es, wenn ich ihm so oft wie möglich von all den Ländern vorgelesen habe, die wir besuchen wollten. Und dann? Dann war ich eines Tages allein. Aber er hat mir immer gesagt, du musst diese Reise machen, auch ohne mich. Und deshalb bin ich hier. Aber Sie haben noch bestimmt das Gefühl, dass Ihr Mann, ich meine, dass er irgendwie dabei ist, oder? Das hast du sehr schön, sehr richtig empfunden. Haben Sie keine Kinder oder Enkel? Leider nein. Warum nicht? Weil bekommt im Leben eben nicht alle Wünsche erfüllt. Pech für Ihre Enkelkinder. Sie werden bestimmt voll aus hier abgefahren. Ist das ein Kompliment? Klar, was denn sonst? Wollen wir tauschen? Das ist eine echt starke Idee. Komm.
Hallo. Hallo. Wie heißt denn das Zeug? Tequila. Kennst du doch die mexikanische Spezialität. Nein? Komm, ich zeig dir, wie man ihn trinkt. Nimm die Zitrone in eine Hand, ja, das Glas in die andere. Jetzt kriegst du ein bisschen Salz auf den Handrücken. Ich auch. Das Salz leckt man jetzt auf die Zunge. Aha. Drauflachen. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Oh. Haben wir es nicht gut? War die beste Idee meines Lebens, diese Reise mitzumachen. Ich bin schon ganz scharf auf Mexiko. Sag mal, was machen wir da eigentlich? So an Ausflügen. Im Prospekt steht, dass es da tolle Ausflüge zu den alten Kulturstätten gibt. Habt ihr schon ein Programm? Ja, selbstverständlich. Na, aber vor allem diese traumhaften Strände. Mhm. Und dann die Felsenspringer von Acapulco. Ja, und die berühmte Mariachi-Musik. Und das große Fest der Jungfrau von Guadalupe. Ja. Ich gehe noch ein paar Aufnahmen machen. Sag bitte der Maya Bescheid, wenn sie kommt. Herr Ober, noch einen. Sag mal, hast du eigentlich als Erste das Patent Kapitän auf großer Fahrt? Das hat jeder Erste. Egal ob auf einem Öltanker oder einem Seelenverkäufer. Großartig. Ich kann dir gerade noch sagen, dass man alle Speisen von links serviert und von rechts abdeckt. Und dass man nicht gerade schweren Burgunder zum Seelicht serviert. Alle Achtung, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Also wenn wir tauschen würden, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass dieser Dampfer auf dem nächsten Riff landen würde. Wahrscheinlich die Sauce Bernays im Dekolleté der Frau Geheimrat Bröseke. Beides wäre eine Katastrophe. Wobei ich den größeren Mist bauen würde. So wie ich das bisher immer getan habe. Ist doch Blödsinn, Victor. Der Kapitän hat mir gesagt, du bist der Liebling der Passagiere. Weißt du, wie lange ich schon Steward bin? 6 Jahre? 8 Jahre. Weißt du, wie lange ich noch Steward bleiben werde? Eine verdammte Bequemlichkeit. Nur nicht raus aus dem alten Trott. Jawohl, meine Dame, jawohl, mein Herr. Und so gingen die Jahre dahin. Aber zu mehr als zu dem Patent beliebter Steward, das ist bei mir nicht gereicht. Was ist eigentlich los mit dir? Willst du umsatteln? Ein neues Leben anfangen? In meinem Alter. Entschuldige, Opa. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, Stefan. Alle Brücken hinter sich abbrechen. Diese Schiffe sind meine zweite Heimat geworden. Soll ich dir mal was sagen? Ist der um 18 Minuten ältere, werde ich das ja wohl noch tun dürfen. Der Mensch, der nicht mehr auf der Suche nach einer unentdeckten Insel ist, der kann einpacken. Er ist weg vom Lebensfenster. Wo wirst du Toni sehen? Sonnabend im Princess Hotel. Toni arbeitet dort im Sportcenter. Schöner Zufall, findest du nicht? Du bist ganz schön mutig. Ich hätte damals mutig sein sollen, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Ich hätte damals Ja sagen sollen, als Toni mich fragte, ob ich mit ihm kommen will. Meine liebe Maya, du hast vergessen, dass du nicht die Einzige warst. Du hast ja immer gesagt, zum Heiraten ist ja nichts, der Toni. Er hat nur Weibergeschichte im Kopf. Ich habe Jörg zu früh geheiratet. Aber er tauchte auf und wusste genau, was er wollte. Für ihn war ich die Größte. Ja, so soll es auch sein. Selbst nach der Hochzeit sah es ganz anders aus. Ich habe meine schönsten Jahre damit verbracht, in einem Kapuff zu hocken, die Kopfhörer auf, um Telefonanrufe an unsere Taxis zu vermitteln. Aber mein liebes Schätzchen, ihr habt doch euren Betrieb zusammen aufgebaut. Das Einzige, was euch fehlt, sind Kinder. Ja, vielleicht. Meine liebe Maya, jetzt sage ich dir mal was. Dir geht's zu gut. Was willst du eigentlich? Du hast doch alles. Manchmal scheint mir, es geht allen zu gut. Mama, sicher hast du recht, aber so eine Liebe, so eine große Liebe wie mit Toni damals. Ich habe das nie vergessen. Eine große Liebe. Du, das ist immer der Mann, den man nicht kriegt. Und das ist vielleicht auch gut so. Ich habe meine große Liebe geheiratet. Vater? Ja, siehst du, so ist das, wenn aus der großen Liebe eine Ehe wird. Was man hat, ist eben nur noch die Hälfte wert. Und da sind wir Frauen nicht viel besser als die Männer. Also, sei froh, dass du in Frankfurt deinen Jörg hast und irgendwo in weiter Ferne in Mexiko deinen Toni. Träumen ist keine Sünde, aber spiel nicht mit dem Feuer. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich.
Wer das Bier erfunden hat, dem ist bestimmt noch kein Denkmal gesetzt worden. Stuart! Ja, mein Herr? Sagen Sie mal, ist das heute so heiß, dass Bier verdunsten kann? Nein, es sei denn, es verdunstet in der Kehle. Also, ich habe mein Glas nicht ausgetrunken. Das war noch dreiviertel voll, als ich es hier abgestellt habe. Dreiviertel, bis hierhin. Was sind das nur für Menschen hier an Bord? Kaum lässt man sein Bier 2 Minuten alleine, wird es einem schon weggesoffen. Ich meine, man müsste doch annehmen, dass Leute, die so eine Kreuzfahrt machen, sich auch ein Bier leisten können. Aber nein, es wird geklaut. Möchten Sie noch ein Bier? Nein! Ich habe keine Lust, neben meinem Bier eine Wache aufzustellen! Tag, Victor, wie geht's? Eigentlich ganz gut. Wirklich? Du kommst mir irgendwie verändert vor. Total verändert, seitdem dein Bruder Erster ist. Habt ihr Krach? Ja, Stefan und ich? Ja. Na, keine Spur. Sag mal, hast du keine Lust, eine unentdeckte Insel zu suchen? Eine unentdeckte was? Eine unentdeckte Insel. Gibt keine unentdeckten Inseln mehr. Ja, wenigstens suchen danach kann man also, finde ich. Sag mal, hast du Liebeskummer? Aber es gibt gravierendere Dinge im Leben eines Mannes. Nanu. Weißt du was? Wenn wir in Acapulco sind, dann schleppe ich dich mit. Ich stelle dir Christian und Katrin vor. So, und wer sind Christiane und Katrin? Das sind Freundinnen von mir. Katrin ist Psychologin und Christiane ist Kinderärztin. Wir haben die Reise schon vor Monaten geplant. Was machen denn die beiden in Acapulco? Du, ich weiß nicht, die letzte Nachricht klang mysteriös. Wir sind auf dem großen Trip. Ey, was ein Haar im Bier. Das haben wir doch immer. Haar im Bier. Hallo, Frau Herrmann. Hallo, Carsten. Sag mal, hast du zufällig dein Physikbuch dabei? Was wollen Sie denn wissen? Über Radar. Über Radar möchte ich was nachlesen und wie das alles so funktioniert. Sie? Warum denn? Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Mach aus jeder Sache so viel wie möglich. Also ich kann Ihnen Radar auch erklären. Ja? Nur umso besser, dann verstehe ich es sicher leichter. Also, Radar ist Funktechnik, mit der man über eine ziemlich große Entfernung hinweg alles Mögliche auskundschaften kann. Aha. Und wie funktioniert das so genau? Das schickt man von einem Sender elektronische Wellen aus. Die werden dann von anderen Gegenständen, von Schiffen zum Beispiel, reflektiert. Die kann man dann als Signale ablesen. Claro? Ist der Physikunterricht oder Schiffskunde? Der junge Mann erklärt mir das ja fabelhaft, aber mir fehlt so das technische Vorstellungsvermögen. Wissen Sie, sie denkt nicht technisch. Ich meine, noch nicht. Weißt du was? Warum erklärst du es dir nicht einfach in der Praxis bei uns oben auf der Brücke? Naja, eigentlich interessiert das sich ja gar nicht für das Schiff. Also so ist das ja nur auch nicht. Auf die Brücke würde ich schon gern mal. Okay, morgen Vormittag. Claro? Claro. So, jetzt sind wir bald in Mexiko. Also wie ist das? Machen wir den Ausflug zum Fest der Jungfrau von Guadalupe in Mexico City? Du, also ich bin sofort dabei. Dann müsste ich nämlich heute noch buchen. Der Ausflug ist am Sonnabend. Sonnabend? Sonnabend? Hm? Also, ich möchte nicht mit. Aber Maya, das ist ein einmaliges Ereignis. Das ist für die Mexikaner das Fest aller Feste. Ein richtiger Feiertag. Ja, dann fahrt ihr zwei. Ich bleibe lieber im Hotel. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich dachte, du springst vor Freude in die Luft. Du wolltest doch nach Mexiko. Du weißt doch, ich mache nicht gerne Ausflüge. Ich würde mich lieber an den Strand legen. Mhm. Aber du kommst mit? Ja, natürlich komme ich mit. Tja, da gehe ich mal buchen. Ja. So, alles abgezählt. Wer unterschreibt? Niemand unterschreibt, da fällt der ganze Ding Bananen. Na, hör mal. Ich hab die Dinger doch selbst rausgegeben. Wenn ich was rausgebe, dann stimmt das auch. 5 überhaupt steht. Und 4 sind drin. Was ist los mit euch? Habt ihr Krach? Von der Mannschaft klaut jemand Bananen. Ja, und in der Bäckerei sind 12 Obsttörtchen geklaut worden.
Na, wahrscheinlich von Klaus Wautermann. Und der bist du wohl selbst, oder wie? Beruhigt euch. Ich unterschreibe ja. Sehen Sie mal hier. Diesen Schirmer kennen Sie laufend helle Punkte. Ja. Reflexionen anderer Schiffe. Mhm. Oder auch Inseln. Ja. Bravo. Erkennen Sie den hellen Punkt in der Mitte? Mhm. Das ist unsere Position. Du hast großes technisches Interesse, ne? Mhm. Ja, mein Vater glaubt das nicht. Kann ich meine Positionsberechnung sehen? Wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber der Matrose wird das gerne erklären. Komm mal mit. Ein Junge hat Schwierigkeiten mit seinem Vater. Ja, es scheint so. Aber vielleicht kann man helfen. Dumm ist der Junge nicht, faul auch nicht. Der Kleine ist ganz groß. Ich mag ihn. Und der Sie, das merkt man. Ja, er hat Vertrauen zu mir. Wie haben Sie das erreicht? Bin auf ihn eingegangen, habe ihm zugehört, habe ihn zugelassen, wie er ist. Offensichtlich im Gegensatz zu seinen Eltern. Naja, der Vater will sicher sein Bestes. Er macht's nur falsch. Carsten? Ja? Sieh dir das mal an. Weißt du, was das ist? Nö. Das ist die Küste von Mexiko. Oh. In Acapulco, da bleiben wir ein paar Tage. Sehen Sie mal. Dass Sie mich mitgenommen haben. Nicht so lang, Beatrice, das war längst mal fertig. Segeln ist nun mal meine Leidenschaft. Schauen Sie mal, wie toll Acapulco von hier aus aussieht. Seit wann gibt's das eigentlich, Acapulco? Acapulco? Der spanische Eroberer González de Ávila hat 1521 als erster Europäer diese Bucht entdeckt. Schiffe bauen und von hier aus Kalifornien erforschen. Ist man von hier aus auch nach Ostasien gesegelt? Bitteschön. Dankeschön. Oh ja! Von Acapulco aus hat ein baskischer Seefahrer, Legazpis hieß er, glaube ich, die Philippinen für Spanien erobert. Das war 1564. Sie wissen eine ganze Menge. Nun ja, die Geschichte der Seefahrt gehört ja schließlich zu meinem Ressort. Und seit wann gilt Acapulco als Touristenziel? 1927 wurde die Autostraße Mexico City Acapulco fertiggestellt. Von da an begann dann ganz allmählich sein Aufstieg. Nach dem Krieg waren es dann Hollywood-Stars wie Errol Flynn, die das Fischerdorf entdeckt haben. Und Teddy Staufer. Teddy Staufer ist ein Schweizer Musiker. Ja, genau der. Gilt als einer der Mitbegründer des heutigen Acapulco. Man nennt ihn auch Mr. Acapulco. Seid da. Los, komm, das ist Victor, ein Kollege von mir. Freut mich. Kaffee? Setz dich. Zurzeit depressiv. Ach. Darf er nach dem Grund Ihrer Untergangsstimmung fragen? Beatrice hat mal wieder maßlos übertrieben. Nachdenken über das Leben im Allgemeinen, ein bisschen Zwischenbilanz ziehen. Das ist alles. Um das Kind beim Namen zu nennen, Frust, habe ich recht? Ah, ich bin also an Katrin, die Psychologin, geraten. Falsch, an Christiane, die Kinderärztin. Was macht Christiane hier, die Kinderärztin? Christiane, die Kinderärztin, spricht für lange Zeit zum letzten Mal mit einem Mann. Bitte? Wir fahren in den nächsten Tagen los. Und wohin? Bora Bora. Ihr seid ja verrückt. Wieso? Was ist daran verrückt? Stell dir vor, die beiden haben den ganzen Krempel hingeschmissen. Wohnung aufgegeben, Praxis verkauft. Was sagst du dazu? Und ich hab gedacht, ihr verprasst hier eure überhöhten Arzthonorare. Ich weiß gar nicht, warum alle Menschen in Ohnmacht fallen, wenn man von der uralten Sehnsucht der Menschheit nach Abenteuer und Freiheit erzählt. Ja. Soll ich mein Leben leben, das ich jetzt schon minutiös und präzise an den Fingern abzählen kann? Mit 25 das erste Kind, mit 30 die Eigentumswohnung, mit 40 ein Professor zum Mann und eine Praxis und mit 50 keine Ahnung von der großen Weite dieser Welt. Und nicht gelebt. Wann geht Ihr Flugzeug? Flugzeug ist gut, die schippern mit so einer Nussschale. Ist das Ihr Ernst? Wir legen noch einmal in Manzanilla an. Ja, und dann ist lange Zeit nichts als Wasser, Wasser, Wasser. Verstehen Sie denn was von Navigation und Positionsbestimmung?
Falls es Sie beruhigt, Katrin und ich sind auf der Kieler Woche zweimal Dritte geworden. Das ist etwas anderes. Ich meine, ist Ihr Boot überhaupt hochseetauglich? Ja, das hoffe ich schon. Es sei denn, es kommt ein Taifun. So rein vom Physischen machen Sie mir nicht den Eindruck, als ob Sie es schaffen würden. Muss man so aussehen? Man muss nur wollen. Ach, Frau Herrmann. Schön, dass ich Sie treffe. Sie nehmen doch teil an dem Ausflug nach Oaxaca? Ja, natürlich. Ich freue mich schon drauf. Stellen Sie sich vor, der Carsten hat gesagt, dass er auch mitfahren will. Dabei hat er sich noch nie für sowas interessiert. Mhm. Als ich sagte, na gut, fahren wir alle zusammen, sagt er, nein, nicht nötig. Ihr könnt ruhig hier am Strand bleiben. Frau Herrmann ist ja dabei. Ja. Was sagen Sie dazu? Ja, vielleicht will er zeigen, dass er selbstständig sein kann. Aber ich passe schon auf ihn auf. Ach, würden Sie das wirklich tun? Aber gern. Ich mag doch den Jungen. Der Junge mag Sie auch? Ja. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Ausflug. Danke. Wiedersehen. Unser Kapitän als Landratte unterwegs. Oh ja, ich interessiere mich sehr für diesen Ausflug. Oaxaca und der berühmte Monte Albán stehen schon lange auf meiner Wunschliste. Mhm. Kommen Sie, sonst sind Sie besten Plätze weg. Ja, ja. Frau Herrmann, hier ist ein Platz für Sie. Das ist ja prima, dass du auch hier bist. Ich wollte mal sehen, ob Mexiko wirklich so ein Hammer ist, wie Sie mir erzählt haben. Ja. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen von meinem Land zu erzählen. Mexiko ist ein Kontinent für sich, mit 2 Millionen Quadratkilometer, 8-mal so groß wie Ihre Bundesrepublik. Wir haben 77 Millionen Einwohner, wovon 60% in Städten wohnen. Sie wissen sicher, Mexico City ist mit 18 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Mein Land ist ein sehr schönes Land. Wir haben Berge, Vulkane und tausende Kilometer Küstenstrände. So unterschiedlich wie das Land sind auch seine Völker. Am interessantesten ist aber Mexikos Geschichte. Die Stadt Tula, etwa 80 Kilometer nördlich von Mexico City, wurde im Jahre 1000 vom König Topilzin gegründet. Er war aber, so besagen Legenden, nicht anders als der höchste mexikanische Gott in Menschengestalt. Als die anderen Götter Topilzin in den Tod trieben, verwandelte sich seine Seele in den Morgenstern. Tula war die Stadt berühmter toltekischer Kunsthandwerker. Sie schufen unter anderem den Tempel des Morgensterns, die 4 berühmten 4,60 Meter hohen Steinatlanten, die toltekische Krieger darstellen, trugen einst das Tempeldach. Etwa 8 Kilometer von Palenque in Ostmexiko entdeckte der Amerikaner John Stephens diese vom Urwald verschlungene Ruine der Mayas mit den außergewöhnlichsten Skulpturen aus Stein und Stuck. Der berühmte Tempel der Inschriften enthielt ein geheimes Königsgrab, in dem man die Überreste eines Priesterherrschers fand. In Chichen Itza, der großartigen Maya-Stadt im Norden der Halbinsel Yucatan, sind die einzigartigen Kunstwerke der Tolteken zu sehen. Nur 25 von Hunderten von Bauwerken sind erst freigelegt worden. Teotihuacan, etwa 40 Kilometer nördlich von Mexico City, ist eine heilige Stätte, die in ihrer Bedeutung etwa der von Jerusalem oder Mekka gleichkommt. Die Azteken glaubten, hier sei der Ursprung von Sonne und Mond und nannten die Stätte Platz der Götter. Die Sonnenpyramide ist 65 Meter hoch und besteht aus etwa 1 Million Lehmziegeln. Nahe der Golfküste liegt die antike Ausgrabungsstätte El Tajín. 38 Jahre lang arbeiteten mexikanische Archäologen an ihrer Freilegung. Am berühmtesten ist die 7-stufige Pyramide. Jeder Absatz ist mit quadratischen Nischen verziert. Insgesamt sind es 364 in Anlehnung an den mexikanischen Kalender. Und ich freue mich, dass ich Ihnen ein wenig über die Geschichte meiner Heimat erzählen konnte. Bravo! Fernando Cortés 1519 bis 1522 Mexiko eroberte und das nicht immer auf die feine Art, das hat man ja mal in der Schule gelernt, aber wie schön dieses Land hier ist, das sehe ich jetzt zum ersten Mal.
Ja, es gibt kaum eine vielfältigere Landschaft als Mexiko. Weite Ebenen, Hochtäler, vulkanische Hochgebirge, spanisch anmutende Städte, Indio-Dörfer, tausende von Kilometer weite Küstenstrände, dazu die verschiedensten Völker in diesem riesigen Land. Als Mexiko entdeckt wurde, konnte es schon auf eine 3000-jährige Kultur zurückblicken. Fabelhaft, Frau Herrmann, Sie sind ja glänzend vorbereitet. Aber man glaubt ja, dass die Völker woanders herkamen. Ja, heute ist man sogar sicher, dass sie von sehr weit hergekommen sind, von Sibirien und Japan. Das geht doch gar nicht. Doch, das musst du dir so vorstellen. Damals war die Beringstraße noch vereist, also begehbar. Und so gelangten die Menschen im Verlauf vieler Generationen von Alaska über Kanada nach Amerika und weiter nach Mexiko und Chile. Nee, was Sie alles wissen? Ja. So, jetzt machen wir einen Moment Pause. Oh. Was ist denn? Was ist denn passiert? Was ist los? Was ist da denn? Oh. Das sieht nicht gut aus. Versuch einen Wagen zu bekommen. Ich bringe ihn ins Krankenhaus. Würden Sie bitte einen Wagen für mich anhalten? Na, was machen wir jetzt? Wir haben keinen Fremdenführer mehr. Machen Sie doch weiter. Ich? Sie wissen doch hier Bescheid. Ja. Ja, sie hat ja gesagt. Gut, mein Junge. Meine Damen und Herren, nach der unangenehmen Überraschung noch eine angenehme. Frau Herrmann, Passagier unserer Kreuzfahrt, hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, uns zu helfen. Ich will es versuchen. Und wenn Sie mir nach dem Ausflug auch noch applaudieren, würde es mich noch mehr freuen. Entschuldigung, wenn ich störe, aber wenn Sie mitkommen wollen, dann müssen wir jetzt. Oh, der Bus wartet nicht. Natürlich, klar. Willst du nicht doch mitkommen? Nein. Aber das Fest gibt's nur einmal im Jahr. Wir haben Glück, dass wir gerade da sind. Das habe ich meiner Frau alle schon gesagt, aber sie will lieber an den Strand. Und mal richtig faul sein. Also wir müssen. Wir kommen sofort. Ja. Also gut, aber pass gut auf dich auf. Die Sonne ist unheimlich stark. Mach dir keine Sorgen, es wird mir gut gehen. Tschüss, Mutter. Hab einen schönen Tag. Na komm. Ja. Mutter, dein... Was? Oh, danke. Wir feiern heute Nachmittag meinen Geburtstag. Ich gebe im Hotel Prinzess eine Party. Ich verstehe. Du versammelst mal wieder deinen Männerharem. Im Moment bist du mein Lieblingssklave. Übrigens, Charlie Ulmer habe ich gefeuert. Charlie, aber es ist mein Assistent. Du hättest mich vorher fragen müssen. So, hätte ich das. Falls du es vergessen haben solltest, was im Hotel Prinzess geschieht, entscheide ich. Und zwar ohne zu fragen. Die Party beginnt um 5. Zieh dich bitte um. Das mit heute Nachmittag weiß ich noch nicht. Es gibt noch ein paar Termine. Oh, empfindlich. Schau mal. Wenn du mein Liebling bleiben willst, dann rate ich dir. Sei gehorsam. Thank you.
Mensch, da bist du endlich. Ich kann es kaum glauben. Fährt um die halbe Welt, um mich zu sehen. Das ist mir noch nicht passiert, das hat noch keiner gemacht. An Einbildung hat es dir noch nie gefehlt. Heißt das, du bist nicht meinetwegen 12.400 Kilometer gefahren? Selbst wenn es so wäre, ich würde es nicht zugeben. Komm, lass uns gehen. Üben Sie schön weiter, wir sehen uns morgen Vormittag. Tschüss. Aber einen Kuss bekomme ich schon in alte Liebe. Komisch. Ich komme mir vor wie damals bei unserem ersten Kuss. Ich habe richtig Herzklopfen. Ich auch. Sag, ist dein Mann mitgekommen? Ich meine, sitzt er im Hotel? Nein. Weiß er von uns? Um Gottes Willen, nein. Jörg macht einen Ausflug. Meine Mutter ist auch dabei. Sie werden so bald nicht zurückkommen. Wir haben viel Zeit für uns. Also hier arbeitest du. Mhm. Ich bin der Sportmanager vom Hotel. Ich setz mich lieber woanders hin. Bleib. Ich hab dich lieber in meiner Nähe, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ich kann Ihnen doch nicht helfen. Ich brauch dich irgendwie. Die ältesten archäologischen Funde mexikanischer Kultur fand man bereits 1500 vor Christi. Damals lebte an der Golfküste das Volk der Olmeken. Monte Alban. Wahrscheinlich die bedeutendste Ausgrabung von ganz Mexiko. 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Viele Jahrhunderte lang war Monte Alban das kulturelle Zentrum der Zapoteken, die etwa 1000 vor Christi sich hier in diesem Hochland ansiedelten. Und vom 3. bis zum 10. Jahrhundert wurde ganz Mittelmexiko von dieser Kultstätte aus regiert. Und stellen Sie sich vor, dieses Plateau, 900 Meter lang und 600 Meter breit, wurde von Menschenhand geschaffen. Zapotekenpriester ließen in mühevollster Arbeit die Kuppel des Berges von Indio-Arbeitern abtragen, um ihre Pyramiden und Tempel darauf zu errichten. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich Ihrer Gruppe anschließe? Nein, bitte. Danke. Die Spanier marschierten in Sichtweite der Ruinen vorbei, ohne von ihrer Existenz eine Ahnung zu haben. Na Gott sei Dank. Erst Mitte der 30er Jahre wurden sie vom Flugzeug aus erkannt und ausgegraben. Das ist der Ballspielplatz. Das Spiel mit dem Hartgummiball hatte eine religiöse Bedeutung. Die Verliererpartei wurde einem Gott geopfert. Hier ist das Observatorium mit seinen Schriftzeichen an den Mauern. Es wurde in 3 Schichten übereinander errichtet. Um das Jahrtausend nach Christi geschah hier auf dem Monte Alban etwas Merkwürdiges. Diese Kulturstätte wurde aufgegeben. Niemand kennt bis heute die Gründe. Monte Alban wurde zu einer Totenstadt der Zapoteken. 150 Gräber hat man gefunden. Weitere werden noch vermutet. Vorhin haben Sie doch was von einem Goldschatz erzählt. Dieser Schatz wurde im berühmten Grab Nummer 7 gefunden und befindet sich jetzt im Museum von Oaxaca. Mhm.
Er bestand aus Opfergaben, die man einem Häuptling bei seinem Ableben auf dem Weg ins Jenseits mitgegeben hat. Es ist der größte Fund, der je auf dem amerikanischen Kontinent gemacht wurde. Der Magazinverwalter gemeinsam. Was denn los? Meuterei an Bord? Wir halten es für unsere Pflicht, Herr Kapitän, Sie auf einige Merkwürdigkeiten an Bord hinzuweisen. Worum geht's denn? Von den Passagieren, meinen Leuten im Magazin und von der Bäckerei liegen Beschwerden vor, Herr Kapitän. Das hört sich direkt geheimnisvoll an. Geheimnisvoll vielleicht. Einer älteren Dame ist bei Windstille der Schal abhanden gekommen. Der landete später verknotet oben am Mast. Einem Passagier wurde das Bierglas ausgetrunken. Bei uns im Magazin verschwindet ein ganzer Kranz Bananen und aus der Bäckerei wurden 12 Obstteilchen gestohlen. Ein Mat will beobachtet haben, wie morgens über das Achterdeck eine dunkle Gestalt schlich. Also kurzum, wir meinen, es ist vielleicht ein Blinder an Bord. Blinder? Eine schöne Schweinerei. Hat mir gerade noch gefehlt. La Esperanza, que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renuncia. Sie hat 5 Blätter. Weißt du, was das für mich bedeutet? Sag's mir. 5 ist meine Zahl der Liebe. Ich hätte damals mit dir gehen sollen. Und warum hast du das nicht getan? Das weißt du ganz genau. Wegen deiner Frauengeschichten. Und wegen deiner Privatschülerin im Tennis damals. Ich konnte nicht verstehen, was du an ihr findest. Ich fand sie uralt. Sag mir, findest du mich uralt? Du bist noch hübscher geworden. Du siehst glücklich aus. Weißt du, als ich von deiner Heirat hörte, war ich ganz schön eifersüchtig auf deinen Mann. Wo wohnst du? In einem Haus über dem Meer. So was habe ich mir immer gewünscht. Du lebst dort allein? So allein auch wieder nicht. Bist du heute allein? Heißt das, wir sollen gehen? Mhm. Oh. Mir ist ganz schwindelig. Dieser Drink ist ein Teufelszeug. Mhm. Das ist ja wirklich toll! Ja, Millionen pilgern jährlich aus allen Teilen Mexikos hierher zur Heiligen Jungfrau von Guadalupe. Und hier auf der Plaza tanzen sie dann, tanzen bis in die Kathedrale hinein, bis vor den Altar. Und die Kostüme sind alles handgemachte, farbenprächtige Nachbildungen von Originalkostümen der Tolteken, Azteken und der Mayas. Oh, also Mensch, ja. Nicht wackeln. Oh, entschuldige, aber weißt du, ich habe nie geglaubt, dass ich so etwas mal zu sehen kriege. Oh, danke dir. Thank you.
Sie mal. Komm, das müssen wir uns anschauen. Bitte alle mitkommen. Altes Ritual aus der Gegend von Veracruz. Was soll das Ganze bedeuten? Der Flötenspieler da oben in der Mitte, der stellt die Sonne dar. Und die Männer um ihn herum die vier Elemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft? Ja. Sie drehen sich jetzt 13 Mal um den Mast herum. Und da ergeben sich aus ihren Umdrehungen die Zahl 52. Das ist eine magische Zahl für die Menschen hier. Sie glaubten, alle 52 Jahre geht eine Weltperiode zu Ende. Mensch, woher wissen Sie das? Das finde ich stark. Vergesse ich nie in meinem Leben. Ich auch nicht. Das Café, por favor. Sag mal, bin ich eigentlich ein schlechter Ehemann? Du, das darfst du mich nicht fragen, das weiß nur Maya. Ja, eben. In letzter Zeit geht Maya manchmal plötzlich auf mich los, weißt du. Ich denke, alles ist in Butter und im nächsten Moment kriege ich eine aufs Dach. Irgendwie kann ich es hier nicht mehr recht machen. Hat sie nie mit dir darüber geredet? Nein, nicht so direkt. Und du? Bist du zufrieden mit eurer Ehe? Ja. Für mich ist Maya die beste Frau, die ich mir denken kann. Na, wir haben doch was erreicht. Mit einer Taxe angefangen, jetzt laufen schon 15, zwei weitere sind bestellt. Ohne Maya hätte ich das nie geschafft. Sie macht ja schließlich alles. Ja, aber du redest immer nur vom Geschäft. Hast du dir nie Kinder gewünscht? Ich glaube, du wärst ein sehr guter Vater. Und für Maya wäre das auch sehr wichtig. Weißt du, eine hübsche Frau ohne Kinder, die kann auf dumme Gedanken kommen. Du hast wahrscheinlich recht. Aber zuerst mussten wir uns mal eine Existenz aufbauen. Na ja, schon. Aber weißt du, die Zeit läuft, besonders für eine Frau. Ach, wahrscheinlich solltet ihr einfach ganz offen einmal darüber reden. Du bist gut. Vom Reden kriegt man doch keine Kinder. Du hast mich schon verstanden. Liebling, ich glaube, es ist besser, ich bringe dich hier zurück ins Hotel. Du musst mich nicht zurückbringen. Ich habe noch Zeit.
Ja, aber ich muss zurück. Die Managerin vom Princess Hotel hat heute Geburtstag und gibt eine Party. Ich muss unbedingt dabei sein, sie ist mein Boss. Ist sie hübsch? Nicht so hübsch wie du. Ach, sieh mal an. Ich warte auf dich und du amüsierst dich hier. Schmeiß sie raus. Was fällt Ihnen ein? Halt die Luft an. Der Typ hat keine Klasse. Immer wieder reißt er sich ein Mädchen auf. Am besten du verschwindest. Toni, sage was. Joanne, Maya ist eine... Ich will weder wissen, wer sie ist, noch woher du sie hast. Ich sage nur, schmeiß sie raus. Ich lass mich nicht so behandeln. Ach, geh. So lässt der Herr sich nicht behandeln. Was bist du denn ohne mich? Wem gehört denn das nette Häuschen hier, in dem du zweifelhafte Mädchen empfängst? Und wer bezahlt deine Anzüge und deinen Sportwagen? Bei deinem Leichtsinn reicht doch dein Gehalt immer nur für 10 Tage. Joanne! Ich werde dir jetzt genau sagen, was du tun wirst. Du schmeißt sie raus, ziehst dich an und kommst zu meiner Party. Und zwar fröhlich und charmant, so wie ich dich brauche. Wenn du das nicht willst, dann kannst du morgen früh deine Koffer packen und bist gefeuert. Was allerdings nicht heißen soll, dass ich dir deine Schulden, die du bei mir hast, erlasse. Überleg's dir. Toni, das ist schrecklich. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Aber ich konnte nicht wissen, dass sie gerade jetzt kommt. Und du stehst ihr auch sonst zu Diensten. Maya, versteh doch. Oh ja, ich habe verstanden. Bitte bemühe dich nicht. Der ist über 2000 Jahre alt und hat einen Umfang von 42 Metern. Den muss ich anfassen hier. Was ist denn daran so schlimm, mit 40 einen Mann zu haben und Kinder? Nichts. Das ist eine Möglichkeit zu leben. Berechenbar, absehbar. Die erste Liebe, Heirat, Kinder, Karriere. Ein ewiges Karussell der Pflichten. Wo ist denn da noch Platz für die Kühe? Die unentdeckte Insel. Ja, genau. Die unentdeckte Insel, die suche ich. Suchen ist wichtig, Victor. Es war nicht die Größe von Kolumbus, Amerika entdeckt zu haben, sondern einfach losgesegelt zu sein. Das war sein Verdienst. Jeder Mensch ein Kolumbus. Stellen Sie sich mal das Gedränge vor. Es muss ja nicht immer gleich eine Weltumsegelung sein. Sie gefallen mir. Sie mir auch. Jetzt fehlt mir schon wieder der Mut. Wozu? Dazu. Haben Sie den Blödsinn mit dem Klappautomann verbreitet? Ja, ich habe davon gehört und dann habe ich es im Spaß weitererzählt. Was haben Sie eigentlich dabei gedacht? Gar nichts, sollte mehr ein Witz sein. Aha, und jetzt wird die Sache ernst. Unser Maat will den Klappautomann zum zweiten Mal gesehen haben, als Turner am Signalmast. Tut mir leid, Captain, ich wollte genau das Gegenteil. Ich habe gedacht, ein Witz schafft die Sache aus der Welt. Beatrice, sehen Sie zu, dass Sie die Passagiere beruhigen, wenn Sie wieder an Bord sind. Aber nicht mit einem neuen Witz. Ich muss weg, bin zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Nach einer alten Seemannssage ist der Klabautermann ein Kobold, der auf Schiffen seine Scherze treibt. Erzählen Sie mir keine Märchen, die ich seit Jahrzehnten kenne. In der alten Sage heißt es auch, dass der Klabautermann nie den Passagieren etwas tut, sondern immer nur der Mannschaft und dem Kapitän. Hören Sie endlich auf mit dem Nonsens. Wir haben vermutlich einen blinden Passagier an Bord. Halten Sie lieber die Augen offen. Ei, ei. Jedenfalls passieren hier auf dem Schiff merkwürdige Dinge.
bitte mit. Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Vielen Dank, wir kennen uns seit vielen Jahren. Die Passagiere der MS Berlin sind stets herzlich willkommen in unserem Hotel. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Oh, ist das nett, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals. Hallo Kathi, danke, danke vielmals. Ich hatte dir das ist lieb. Oh, wie geht's? Du, Maja, der Mann dort, der Große, weißen Anzug, ist es nicht ein Filmstar? Das ist Toni mit seiner Freundin. Was? Ist das wahr? Also, ich muss dir wirklich sagen, ein toller Mann. Für den wäre auch ich nach Acapulco gefahren. Ich würde es nicht mehr tun. Wieso? Ist etwas schiefgegangen? Habt ihr euch nicht getroffen? Wir haben uns getroffen. Er hat so getan, als ob er sich furchtbar freut. Ja und, weiter? Er hat ein Haus auf den Klippen. Wir waren dort. Es war wie früher. Es war wunderbar. Aber dann... Ich kann dir gar nicht sagen, wie schrecklich alles war. Jedenfalls habe ich Toni so gesehen, wie er wirklich ist. Es ist nicht der Mann, in den ich mal verliebt war. Na, ich kann verstehen, wie dir zumute ist. Es war dumm von mir. Man kann nicht immer alles richtig machen. Ich hätte auf dich hören sollen, es geschieht mir ganz recht. Versuch es zu vergessen. Möglichst schnell, wenn du kannst. Was man einmal vergessen hat, das tut nicht mehr weh. Ich schäme mich so vor Jörg. Unsinn, er weiß doch gar nichts davon. Ich habe das Gefühl, er sieht es mir an. Nein, gar nichts sieht er. Und er darf es auch nie erfahren. Mit einer Beichte machst du alles noch viel schlimmer. Ich glaube, ich gehe. Du bleibst. Bitte lass mich. Na, was ist los? Alles in Ordnung? Ja, uns geht's bestens. Ich habe ein bisschen viel getrunken. Du dagegen hilfst tanzen. Komm, wir tanzen. Toll aus. Hübscher als alle mexikanischen Mädchen zusammen. Ich liebe dich. Aber das ist doch was Schönes, da brauchst du doch nicht zu weinen. Wiedersehen oder leb wohl? Was fragst du? Ich dachte, du willst dein bürgerliches Leben hinter dir lassen. Davonfliegen. Weg von allem, wie ein... Albatros vielleicht? Ihr ganzes Leben schweben sie über den Ozean. Das ist ein schlechtes Beispiel. Wieso? Auch Albatrosse müssen mal ein Nest bauen. Danke für den Tanz. Vielleicht sehen wir uns noch. Aber ich hoffe, Kapitän, wann legt Ihr Schiff wieder ab? Ich hätte auch in den nächsten Tagen noch Zeit. Stört man hier oder wie sehe ich das? Allerdings, man stört. Ah. Trinken wir noch etwas zusammen, Herr Kapitän. Ja, auch ein Scotch. Sehr gerne. Sie entschuldigen mich bitte einen ganz kleinen Moment. Ich komme gleich wieder.
keinen Scotch. Spiel dich hier nicht so auf. Na, lass mich. Im Hotel bist du der Boss, aber nicht sonst. Auch sonst? Oder willst du dahin, wo dein Charlie ist, hm? Joanne, bitte, bitte mach keinen Ärger, ja? Den Ärger machst du. Verschwinde. Hau ab! Eine tolle Erscheinung ist er ja wirklich. Aber sonst... Mutter, diese Frau wirkt ja nun auch nicht gerade sehr liebenswert. Er ist ein trauriger Fall. Por favor, do you know where place 17 is? Yeah. Where? In this direction. This direction? Yeah, yeah. Muchas gracias. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Christiane? Hallo? Christiane? Victor, gut, dass du da bist. Katrin ist ausgefallen. Wieso? Heute früh kam ein Telegramm, ihr Vater musste ins Krankenhaus. Ist es schlimm? Naja, sie musste sofort zurückfahren. Ihre Mutter ist doch alleine. Na prima, dann ist das ganze Unternehmen wohl damit gestorben. Na, wieso denn? Komm rein. Ich segel morgen früh los und wenn Katrin zu Hause alles erledigt hat, dann kommt sie nach Bora Bora nachgeflogen. Ja, aber bis Bora Bora... Segel ich allein. Was denn mit der Nussschale? Das ist doch viel zu gefährlich. Wenn dir was passiert, du hast niemanden, der dir hilft. Tu mir einen Gefallen, Christiane. Fahr nicht. Schon wegen deiner Sicherheit. Wenn du dir solche Sorgen um mich machst, dann komm doch einfach mit. Ich meine, du hattest doch auch den Wunsch, einen neuen Anfang zu machen. Hier ist deine Chance. Das geht nicht. Wir stechen morgen wieder in See, da kann ich nicht einfach abhauen. Siehst du? Du fährst morgen weg und ich soll hier bleiben. Und warum? Weil du dir Sorgen um mich machst. Ja. Ich habe plötzlich eine irrsinnige Angst um mich. Ja. Mit der du morgen aber abreist und mich hier zurücklässt. Nein, Victor, du musst machen, was du für richtig hältst und ich mache, was ich für richtig halte. Schade. Leb wohl. Also, liebe Frau Herrmann, unsere Mitreisenden waren ja ganz begeistert von Ihnen als Reiseführer. Dass Sie da gestern so spontan eingesprungen sind, finde ich toll. Naja, es hat mir doch Spaß gemacht. Aber wenn jemand von Ihnen noch eine Frage haben sollte... Ja, ich wüsste wahnsinnig gerne noch etwas über diese Felsenspringer. In diese kaum 5 Meter breite Felsenschlucht springen diese berühmten Clavadistas aus 35 Meter Höhe. Sie riskieren dabei Kopf und Kragen, wenn sie nicht haargenau beim Abgrund den richtigen Zeitpunkt finden. Achtung, es geht los! Thank you.
Kasten. Was suchst du denn? Meine Schultasche. Sie ist weg. Deine Schultasche? Du weißt wirklich nicht, wo sie ist? Nein, sie war eben noch hier. Ehrlich. Wer ist denn hier? Auf der Brücke im Dienst Bananen wirft mit Schalen rum. Stefan! Ja? Fragen Sie jeden, der Brückendienst gemacht hat, ob er Bananen gegessen hat. Jawohl, Herr Kapitän. Ja, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen darf, im Magazin fehlen schon wieder 2 Stauden Bananen. Dafür lag eine Schultasche dort. Ach ja, und der Maat, der irgendwas da oben am Signalmaster, der rundherum sehen, der hat nichts mehr bemerkt. Nein? Nein. Wahrscheinlich war er diesmal nüchtern. Und lediglich eine ältere Dame, es will bemerkt haben. Es ist ein Blinder an Bord und den muss ich haben, bevor wir über Manzanillo auf Rede gehen. Durchsuchen alles! Ja. Auf der Stelle! Klar! Lieber Klabautermann, bleiben Sie ruhig auf meinem Sofa liegen, fühlen Sie sich wohl, ich will Sie auch gar nicht weiter stören. Aber ich finde es sehr nett, dass Sie ausgerechnet zu mir gekommen sind. Ist das nicht eine schöne Reise? Ich habe auf dieser Reise gemerkt, wie viel du mir bedeutest. Sag mal, habe ich dich wirklich so vernachlässigt? Ja. Die Gefahr, sich voneinander zu entfernen, kann groß sein, auch wenn man immer zusammen ist. War denn Gefahr? Nicht mehr. Mein Geheimdienst hat mir zugetragen, dass für Sie heute ein ganz spezieller Tag ist. Vor genau 7 Jahren sind Sie in den Hafen der Ehe eingelaufen, stimmt's? Nun ist es in einer Ehe nicht immer so ruhig wie in einem Hafen. Da gibt es Stürme, hin und wieder auch Flauten. Aber selbst den Seemann treibt es eines Tages mit Macht wieder in den Heimathafen. Ich weiß, wovon ich rede. Und darauf, meine Lieben, nach altem Seemannsbrauch, Besan und Maßbruch. Und noch viele Hochzeitstage auf hoher See. Danke. Danke. Angegossen. Und der Stein. Eine Engelskoralle. Eine Engelskoralle, ein schöner Name. Woher weißt du meine Ringgröße? Ganz einfach. Beim Landausflug in Acapulco hast du deinen Ehering in der Kabine gelassen. Ja, ich war ganz schön erschrocken. Ich dachte, so ohne Grund nimmt sie den Ring nicht ab. Du hast recht. Ich habe ihn absichtlich in der Kabine gelassen. Ich wollte ihn in Mexiko nicht verlieren. Es heißt doch immer, wenn man den Ehering verliert, verliert man den Mann. Darf ich den Ring mal sehen?
Was tuschelt ihr denn da? Mutter behauptet, Engelskorallen bedeuten Kinder. Wusstest du das? Natürlich. Liebe Frau Herrmann, Sie haben uns als Reiseführerin so wundervoll geholfen. Oh, auf Ihr Wohl. Danke. Und Sie, Herr Vilsius, hoffe ich, zusammen mit Ihrer Familie bald wieder an Bord zu haben. Oh ja, das hoffen wir auch. Darf ich Sie dann auch wieder besuchen kommen? Natürlich, mein Junge, ich rechne fest mit dir. Kann ich dann auch mal die Maschinen sehen? Na klar, machen wir. Kapitän, das muss ein irrer Beruf sein. Wie man es nimmt. Sie haben einen sehr aufgeweckten Sohn. So viel wie er hat mich noch niemand gefragt. Aha. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Hier. Das hat er ja wohl Ihnen zu verdanken. Wie haben Sie das noch fertig gebracht? Manchmal genügt es, einen Menschen neugierig zu machen. Wie meinst du das? Neugierde ist die stärkere Motivation als Druck. Ach, Sie meinen, ich hätte? Ich hatte einen wunderbaren Vater. Der konnte alles und wusste alles. Vor allen Dingen verstand er es, mich neugierig auf das Leben zu machen. Nur kam ich mir oft so winzig klein gegen ihn vor. Und das spürte er. Aber er hat es verstanden, sich hin und wieder freiwillig etwas kleiner zu machen. Das hat mir sehr geholfen. Sie haben mir auch sehr geholfen, liebe Frau Herrmann. Wirklich. Danke. Alles klaro? Alles klaro. Und das mit dem Internat. Das brauchen wir ja wohl jetzt nicht mehr, ne? Mensch, Papst, du bist dufte. Meine Damen und Herren, darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Auf unserem schönen Schiff hat sich in den letzten Tagen allerlei Merkwürdiges ereignet. Der erste Gedanke der Schiffsführung war, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Und zwar einen ungewöhnlichen Blinden, der sich nicht still versteckt bis zum nächsten Hafen, sondern einen, der, wo immer es auch geht, auf sich aufmerksam macht. Deshalb begannen auch alle durch einen Witz von Beatrice wieder an den Klabautermann zu glauben. Ich kann Ihnen nun mitteilen, dass unsere Beatrice den blinden Passagier entlarvt hat. Ach, dann kann er mir ja gleich mein Bier zahlen. Das sicher nicht. Er hat nämlich keinen Pfennig Geld bei sich. Ja, in Hamburg ist der blinde Passagier an Bord gekommen. Er hat sich leider nicht ausweisen können. Aber trotzdem bitte ich Sie alle sehr, sehr herzlich, ihm zu vergeben. Darf ich bitten? Darf ich vorstellen, Hugo, aus dem Zoo getürmt. Das Fernweh hatte ihn gepackt. Na, schmeckt's. Sie hört Viktor mit zwei Kaffee auf die Kommandobrücke, bitte. Oh, genau, den hatte ich jetzt nötig. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse an Bord? Nein, Herr Kapitän. Bis jetzt noch nicht. Nanu, willst du uns rammen, die junge Dame? Sieht ganz so aus, als ob sie eine längere Reise vor sich hätte. Die Kaffee, Herr Kapitän. Danke, Viktor. Hochseefest gezurrt, das ganze Ding. Wo will sie denn hin? Nach Hawaii? Ich kenne das Mädchen zufällig. Danke. Einer der wenigen Menschen, die noch Zivilcourage haben. Wie meinen Sie das? Die konsequent aussteigen, wenn sie merken, dass das Leben für sie auf der Stelle tritt. Dieses Mädchen segelt Mutterseelen allein. Über den Pazifik bis nach Bora Bora. Alle Achtung, junge Dame.
ist denn mit unserem Viktor los? Ich glaube, Herr Kapitän, Sie werden in Zukunft auf Ihren beliebtesten Steward verzichten müssen. Verzichten? Was soll das heißen? Stellvertretend in seinem Namen bitte ich hiermit um seine Kündigung. Was hat der Bengel denn vor? Viktor ist auf der Suche nach einer unentdeckten Insel. Unter diesen Umständen nehme ich ausnahmsweise die Kündigung an. Kommen Sie, Stefan. Bereiten wir Viktor einen würdigen Abschied. Die gesamte Mannschaft bitte aufs Achterdeck kommen. Gefragt, ob ich mitkommen will. Warum? Auch Albatrosse müssen mal ein Nest bauen. Verdammter Ruß.